Also worum geht's? Es geht um Erfolg. Es geht um Erfolg in privaten Beziehungen, in beruflichen Beziehungen, ob du Unternehmer bist, ob du Verkäufer bist, ob du 18 Jahre alt bist und gerade einen Job jetzt gerade dich bewerben möchtest. Es geht um deinen Erfolg. Und hast du dir schon mal die Gedanken gemacht, warum du noch nicht dort bist, wo du sein möchtest? Warum ist das so? Naja, es gibt offensichtlich einen Grund. Mein Name ist Markus Kutschewa und ich habe 27 Jahre meines Lebens verbracht, also die ersten 27, habe ich damit verbracht zu scheitern. Ich war so sauer, ich war so frustriert, ich wollte Tennisspieler werden, das hat nicht funktioniert. Ich habe Verletzungen gehabt, ich war frustriert, in Wahrheit hat es mir auch keinen Spaß gemacht. Ich habe es nur irgendwie gemacht, damit ich mir was beweise, hat halt nicht funktioniert. Bin gescheitert in der Schule, bin durchgeflogen, bin gescheitert, ich habe 100 Bewerbungsschreiben geschrieben, habe keine Antwort bekommen. Hatte keine Beziehungen, hatte keine Freundin, habe überall versagt. Meine Freunde haben irgendwie so mich angesehen als der Oberloser der Nation. Ich war irgendwie ziemlich frustriert. Und dann hat es Klick gemacht. Und 10 Jahre später habe ich wahnsinnig viele Seminarteilnehmer, wir haben es gezählt, 5000 Seminarteilnehmer bis jetzt, ausgebuchter Seminarzustand, pro Jahr 200 Seminartage, über 130 Firmenkunden, 2 GmbHs, die ich gemeinsam mit meiner Frau führe, wo ich jetzt seit 15 Jahren zusammen bin mit ihr, verheiratet, glücklich sogar, eine kleine Tochter habe und es ist irgendwie so, dass ich es kaum fassen kann vor lauter Dankbarkeit. Na, was ist da los? Wie funktioniert das jetzt, Erfolg? Was ist da alles geschehen? War es Zufall? War es Glück? War es harte Arbeit? Also angefangen hat das Ganze mit meinem Mentor, der mir ganz genau gesagt hat, was ich tun muss, was ich nicht tun soll, was ich ausprobieren kann, was nicht so förderlich ist. Und das wende ich jetzt an. In über 130 Kunden, also Firmenkunden, die das implementieren mit ihren Mitarbeitern. Das Resultat ist die Umsatzverdopplung oder die Umsatzverzehnfachung oder einfach nur die Ausnutzung von seinem Potenzial. Und dein Hauptproblem, was du an dieser Stelle jetzt hast, wenn du im Internet, im Google, im Facebook, im Instagram, ganz wurscht wo jetzt dich erkundigst über Erfolg, es gibt doch so viele Gurus, jeder sagt was anderes. Wie viel gibt's denn? 30.000 Leute, die dir irgendwo sagen, das mach nicht, das mach, das mach nicht. Aus meiner Sicht ist das alles ein Blödsinn, weil sie kennen ja dich nicht. Das heißt, du brauchst eine geschützte Atmosphäre, wo wir uns wirklich in einer Kleingruppe mit dir und mit deiner Situation und vor allem mit deinen Bedürfnissen auseinandersetzen und uns anschauen, was brauchst du, was ist für dich wichtig und was nicht. Ja, und warum siehst du das Ganze jetzt? Naja, einmal im Jahr hast du die Möglichkeit, in einem offenen Training mit begrenzten Teilnehmern dieses Wissen anzuzapfen, dieses Wissen zu trainieren, diese ganzen Dinge auszuprobieren, Fragen zu stellen und schauen, dass du auf Kurs kommst, ganz egal, was du erreichen willst. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, einmal im Jahr das zu machen. Wir nennen es offenes Training, da kannst du jetzt mitmachen. Ja, es ist eine Investition. Klar, es kostet Geld. Und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, aus diesen 1,5 Tagen richtig viel herauszuholen und endlich weg von diesen Irrwegen, weg von diesen ganzen komischen Gedanken und einmal Klarheit für dich zu haben, wie es für dich funktionieren kann, dass du das erreichen kannst, was immer du möchtest. Natürlich gibt es jetzt tausende Ausreden, das nicht zu tun und die kannst du auch gerne haben, aber wenn du jetzt immer noch dieses Video schaust, dann übernimm Verantwortung für dein Leben, für deinen Erfolg, nimm Verantwortung dafür, dass du was tust und du kannst viel tun. Du bist kein Opfer von Misserfolg, sondern du hast wahrscheinlich einfach noch nicht entweder den richtigen Mentor, den richtigen Coach, den richtigen Trainer getroffen, den richtigen Menschen getroffen oder das falsche Wissen bekommen. Meistens, aus meiner Erfahrung, hast du Fehlinformationen bekommen von Lehrern, Freunden, Eltern, in der Schule. Das ist viel Fehlinformationen. Übernimm Verantwortung, hol dir das richtige Wissen und mach was draus. Die Tickets sind natürlich streng begrenzt. Man kann natürlich nicht jeden Menschen glücklicher machen. Das möchte ich schon sehr gern. Aber wir haben nicht so viele Plätze. Wir haben ein streng limitiertes Programm, erstens zeitlich und zweitens nicht so viele Teilnehmer Platz in dem einen Raum, klar. Du hast nur mal heute Zeit, dich zu entscheiden. Vielleicht hast du dich schon entschieden, ja oder nein. Triff die Entscheidung, mach mit und bestell dein Ticket.